vor vielen, vielen Jahren, sehr lange bevor ihr alle geboren wurdet, habe ich eine Geschichte über Fortnite rette die Welt geschrieben. Bring das bitte zu Sharks. Ein Geschenk von mir. Ein solches Ereignis gibt es nur alle 100 Jahre. Und jetzt möchte ich euch diese Geschichte auf eine ganz andere Weise erzählen. Fällt euch ein? Ihr habt nicht geblockt! Season 8 ist da und damit auch das große, große Helden-Update. Ich bin fucking gehyped. Rette die Welt hat in letzter Zeit wirklich viel bekommen und hat viel Tiefgang erhalten. Du kannst jetzt Waffen modden, also kann man ja schon länger, klar. Dein Helden-Loadout kannst du zusammenbasteln, wie du willst. Es gibt jetzt den ersten Boss in Brutal, also das Spiel entwickelt sich einfach in eine richtig geile Richtung. Und da ich in letzter Zeit nicht sehr aktiv war, dachte ich mir, das ist das Update, bei dem klotzte rein. Ich zeige euch jetzt kurz das Heldensystem und danach zocken wir direkt eine Runde Liebessturm-Event, was auch immer das ist. Im Prinzip ist es aber mega einfach und genial. Als erstes seid zu beachten, ihr könnt mehrere Loadouts machen, das heißt, ihr könnt verschiedene Sets zusammenbauen mit verschiedenen Helden oder auch mit demselben Helden, wie ihr wollt und könnt einfach immer so hin und her switchen. Richtig optimal. Mega geil. Das heißt, man kann an mehreren Sets gleichzeitig arbeiten. Hammer. Zeige ich jetzt mal an einem neuen Set beziehungsweise Loadout, wie das Ganze geht. Ganz oben wählt ihr erstmal euren Helden aus. Hier werden euch dann eure Helden gezeigt, nach dem Blitzlevel sortiert und dazu steht hier die Heldenbeschreibung beziehungsweise die Beschreibung des Heldenvorteils. Nehmen wir mal an, ich zum Beispiel möchte jetzt mal überraschenderweise Schurkenmeister Sarah spielen. PS, Ninjas wurden krank gebufft. Ich bin echt gespannt, wie sie jetzt sind. Ninjas wurden auch mehr gebufft als Soldaten zum Beispiel. Also könnte sein, dass sie jetzt wirklich ein bisschen mehr mithalten können. Ich bin gespannt. Jungs, Alter, so geil einfach. Nehmen wir Shurikenmeisterin Sarah. Weil sie Shurikenmeisterin ist, bekommt sie, fügt 3 Wurfsterne hinzu, blablabla, ist aber auch scheißegal. Hier wählt ihr euren Helden aus und fertig. Danach sucht ihr euch als erstes euren Teamvorteil aus. Warum den Teamvorteil zuerst? Weil der einen Teil der Unterstützereinheiten, die ihr wählen müsst, bestimmt. Nehmen wir mal an, es gibt richtig geile Sachen, Leute. Ich sag's nur, Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt zum Beispiel Rundflug nehmen. Rundflug macht, dass meine Ninja-Stände zu mir zurückkommen, Leute. Wie endzig ist das denn? Oder sagen wir, nee, ich will was noch geileres. Dann nehme ich die Höhenrauschanbeterin und habe einen Triple Jump, Leute. Einen Triple, Double, Triple, Crazy. Okay, einfach einen Triple Jump. Richtig nice. Aber nehmen wir jetzt mal den Triple Jump. Und dann seht ihr, steht da unten, erfordert 3 Ninjas. 3 ganz normale, das heißt, es müssen auch nicht legendäre sein. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Rundflug. Dann seht ihr, dass da steht, 2 Ninjas von mindestens legendärem Häufigkeitsgrad. Also es gibt da wirklich auch manchmal sehr spezifische Anforderungen. Das bedeutet, ich muss jetzt 2 legendäre Ninjas hier in meinen mindestens legendären Ninjas hier reinballern. Bam, bam. Und dann seht ihr hier an dem Zeichen, ein Soldat muss los. Und dann seht ihr hier an dem Zeichen und hier oben, Rundflug ist jetzt aktiviert, ist kickt. Restliche Unterstützer könnt ihr euch wählen, wie ihr wollt. Ihr seht hier, die sind nach Klassen sortiert hier unten. Die könnt ihr nicht mehr benutzen. Die sind für die anderen Klassen. Müsst ihr euch einfach alles mal durchlesen, was ihr für Helden habt, mit was für Unterstützer-Boni. Und könnt euch dann hier restliche Boni noch hinzufügen. Und hier unten findet ihr dann die Gadget-Auswahl, ganz klassisch. Soweit erstmal dazu. Im Prinzip ziemlich simpel, erfüllt seinen Zweck und gradet das Spiel, finde ich, krank ab. Welches solltet ihr genau nehmen müsst oder solltet, keine Ahnung. Das ist komplett neu. Es wird jetzt erstmal eine Phase geben, in der alle rumprobieren. Ich werde aber auch an einem Ninja-Setup basteln und euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber jetzt würde ich sagen, Nat hat's erstmal ab in den Liebessturm. Ich bin richtig gespannt, was der Sömkes ist. Ach, guck dir an. Okay, Freunde, hier auf der Frühlings-Event-Karte ist noch nicht. Aber wenn wir einfach mal in die normale Map sehen, sehen wir, dass hier Liebesstürme sind. Beta-Sturm erledigen und sammeln. Oder Beta-Stürme. Ich weiß nicht, ob das Event ist oder dass jetzt die neuen Stürme einfach nur an sich sind. Es ist tricky. Ich würde aber einfach mal sagen, rein in Eugen. Auf das mein Loadout sie alle umbolzen wird, sage ich. Go. Ich habe mich übrigens entschieden, Leute. Endlich. Nach Jahren der Überlegung. Nach Jahren des auf mich eintretend. Der Gerüchte der Community und meiner Dödlichkeit. Habe ich mich dazu entschieden, meine Sturmklinge auf Schattensplitter zu bollern. Schatz, wie kannst du mit der Entscheidung leben? Verpisst euch einfach alle, sag ich. Craften und Action. Da ist das Ding und da ist der Ninja, Alter. Ich bin so gehokuspokus. Jetzt, Leute, zieht euch rein. Ja, die kommen zurück. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das ist ein Prank. Wie weit geht das denn? Holy shit. Ich brauche unbedingt mehr Wurfsterne. Alter, das ist ja krank. Dazu habe ich halt jetzt auch den Dash und die Rauchbombe. Klar, was scheiße ist, Leute, was scheiße ist. Ich hab noch nicht gesehen. Vom Megabasis Kai war das, glaube ich, der Perk, dass ich mit der Rauchbombe mein Schild regeneriere, ist weg. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Richtig scheiße. Gibt auf jeden Fall jetzt andere Wege. Wie habe ich schon gesehen, dass man sein Schild reggen kann und so. Aber dieser Instant Reds mit dem Kai war natürlich schon crazy, ne? Ich muss mal gucken, Jungs. Ich werde mich da mal reinfuchsen, mal überlegen und euch dann mein Ninja-Bild zeigen. Ich werde auch mal an andere Klassen
Spielkasten reinschauen. Und wenn ihr irgendwas Krasses findet oder irgendwas Witziges, was man jetzt machen kann, dann schickt es mir gern in Video- oder Bildform oder sagt es mir. Ich probiere gern rum. Ich muss nämlich sagen, aktuell ist mein Hype wieder so ein bisschen entfacht, weil einfach das ist wirklich so eine immense Änderung, Jungs. Ihr wisst es ja selber und ich muss hier gerade so Shit einsammeln. Aber groß krank ist das hier noch nicht. Ich bin gespannt, was das Event alles zu bieten hat. Aber ja, dann lasst doch mal testen. Sobald die gegen eine Wand fliegen, kommen die zurück. Okay, ja, ja. Krass. Ich habe auch drin 30% Cooldown Reduction oder wie viel das war und 30% weniger Energiekosten für die Sterne schon mal. So, das ist aber noch lange nicht optimal, also nagelt euch nicht fest. Kann sein, dass das alles noch viel kranker wird. Ich werfe nur weniger Wurfsterne, das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Letztes Mal war mehr. Oh, das war geil. Habt ihr gesehen, wie die zurückkamen und sie einfach nur weggeflanzt haben und jeder Ninja hat jetzt auch Schattenhaltung. Das heißt, Ninja wirklich gebufft as fuck und der Schaden bei den Fähigkeiten, bei so gut wie allen, beim Kick vor allem, wurde richtig krank gebufft. Also teilweise nicht ganz verdoppelt, aber wirklich irgendwie 60-70% erhöht oder so. Kommt zurück, Sterne. Okay, ja. Wenn es so ein bisschen unübersichtlich ist, dann sieht man die schlecht, aber mein Schwert brottert. So geil, ey, der Ninja ohne Scheiß, Jungs. Das könnte das Zeitalter in Rettet die Welt sein, in der Ninja ein bisschen was zu Carmella hat und ich nicht komplett von allen gehatet werde. Wie könntest du nur den Ninja spielen? Ich sag's mal so, mir flitzt der Poppes ab. Kommen die Ninja-Sterne auch durch so einen Häusli zurück? Das teste ich jetzt, Jungs. Jetzt habt ihr mich auf eine Fährte gelockt. Jetzt habt ihr mich an eine Zuckerlis. Wenn ich hier drüber jump, die dann da rein, da runter werf. Nee, okay. Ich glaube, die fliegen dann in meine Richtung, knattern aber dann hier von innen gegen den Container und sind dann weg. Muss ich aber ein bisschen ranhalten. Evacuation ist gleich. Ich habe noch nicht alles collected, was ich collecten will. Bam, bam. Ich will ja hier mit maximalem Missionsfortschritt raus. Damit der Eugen sich connectet, Jungs. Er muss sich connecten. Aber gut, dann sieht das aus wie ganz normales Quest-Event, wo man durchquestet und irgendwann tut sich wahrscheinlich was auf der Map. Wobei es ja auch hieß, dass das irgendwie die... Oh, die Zone kommt hier näher. Aha, das ist ja interessant. Hey, lol, Leute, ich check's halt nicht. Das ist die Mission. Das ist die neue Mission jetzt also. Wir müssen hier so viele Hüllen eliminieren wie möglich. Ibims on the way. Natürlich in der Zone. Klar, Sharks regelt einfach den Eugen. Die Ninjas sind krank. Ne, wir haben die Mission, so viele Zombies wie möglich zu killen. Je nachdem kriegen wir halt mehr Belohnungen. Aber das war ja auch, das sah aus wie so ein Liebessturm. War das jetzt das Liebessturm-Event? Beziehungsweise ich mache ja auch das Liebessturm-Event gerade. Also scheint das hier gerade ein Double in einem zu sein. Liebessturm-Event und neue Mission. Gut, dass ich das jetzt schon merke. Ninja-Sterne, go. Kommt zurück. Oh, hat da hinten. Oh. Also ich sag's mal so, Jungs. Let's bustle crazy build. Haltet euch ran. Ich bin mega gespannt. Und vor allem bin ich mega gespannt, den Triple Jump bei Ninja auszuprobieren, Jungs. Das wird ja göttlich. Du kannst ja über die Gegnerhorn gleiten. Wie ein Engel. Ein Todesengel. Der sie einfach nur aus der Luft wegknattert. Das bietet natürlich dann auch MLG-Potenzial vom Feinsten. Also ihr könntet euch theoretisch schon mal vorbereiten für den ein oder anderen kranken Skill. Okay, ich muss aber sagen, Leute. 3 Minuten left. Keine Zombies mehr in der Zone. Das ist nervig. Da muss man sagen, Game Design mäßig epic schmeppig. Müssen wir mal spinksen. Aber es ist ja eh noch Beta. Es ist auch das Beta-Zeichen dran. Okay, da hinten spawnen wieder Zombies. Aber es ist halt echt ein Lappinger gerade. Generell war die Mission ein Lappinger. Da muss man mal schauen, was sie hier noch machen. Komm, die holen wir uns. Dass man mal hier für Zombies fightet, ne? Dass man für die freibaut. Holy shit. Aber gut, ich sag mal, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Rette die Welt entwickelt sich in die Richtung, in die ich das gerne sehen würde. Die ich mir schon immer gewünscht habe. Das ist wie so ein bisschen eine Angriffsmission, sag ich mal. So viele Zombies killen wie möglich. Hat was. Dazu gibt's den Endboss, jetzt ein geiles Heldensystem. Und in Kombination mit dem Waffenmodding kannst du halt hier den heiligen Scheiß jetzt zusammenbasteln. Also wirklich sehr nice. Ich bin zufrieden, Jungs. Ich bin sehr zufrieden. Und habe auch aktuell echt wieder Bock. Ich habe gestern 5 Stunden oder so am Stück reingeschwitzt. Ich habe echt wieder richtig Bock, einen fetten Eugen hier rein zu investen, sag ich mal. Einen dicken Lulatsch. Ich spawnt halt erstaunlich wenig und echt vieles außerhalb. Ich check mal, der Zonenschaden scheint auch nicht so krank zu sein. Nee, gebt es euch. Eher weniger, also man kann hier nochmal stealen gehen. Da hinten spawnt wieder ein Rudel, dann muss man immer außerhalb gehen. Beziehungsweise die kommen ja so oder so, aber ich sag mal, dann hat man wenigstens ein bisschen Action noch. Würde man sagen, das war's dann mit der ersten neuen Beta-Sturm-Testung. Ich find's okay. Wenn es noch ein bisschen schwieriger wird, mit mehr Schmackes hinter. Auf jeden Fall eine nice Sache. Schickt mir eure Builds, wenn ihr kranke habt. Belohnungsmäßig sieht es tatsächlich eher mittel aus. Wobei die EP gerade ganz gut waren. 250 Tickets. Jo, nochmal 5. Oh, okay. Okay. Und dann sage ich... Einen schönen Tag noch! Fick dir! Na? Fick dich! So! Fick dich!